bin ich heruntergekommen? Haltet sie! Deine Hilfe. Vielen Dank, ihr könnt gehen. Folge Lydia Fry.
Sie wird dich zu mir führen. Position der zweiten Welle. Eine Stunde entfernt. Höchstens. Schauen wir mal lieber, was der Krach soll. Was? Ich sehe lieber nach, was da los ist. Du hast gekriegt, was du verdient. Keine Angst, der Generator spielt wieder verrückt. Ich mach das schon. Oh ja, das wird es. Oh! Hab was gehört. Ich sehe mal nach. Oh! Was? Sofort stehen bleiben! Das ist aber nicht sehr höflich. Selbst in harten Zeiten wie diesen dürfen wir die Regeln des Anstands niemals vergessen. Waffen runter. Anscheinend verfolgten wir beide dieselbe Spur, Miss Fry. Ich war zuerst hier. In der Tat, Sie sollten belobigt werden. Ich fürchte allerdings, dass wir das Böse in dieser Gegend noch nicht gänzlich ausgemerzt haben. Es gibt noch ein Funkgerät. Begleiten Sie mich doch, wenn Sie so freundlich wären. Das zweite Gerät muss gefunden werden, sonst verdunkelt bald eine neue Welle Zeppeline den Himmel. Gehen Ihnen die Soldaten aus, Winston? Wenn Sie Ihre beneidenswerten Talente bei der Tower Bridge einsetzen könnten, wäre Ihnen der Dank einer mutigen, doch belagerten Nation sicher. Ich würde mich mit dem Wahlrecht begnügen.
ihrer Zeit nichts Besseres anfangen lässt. Ich habe versucht, mit den Neuen zu reden. Ist ein Haufen Arschlöcher, wenn du mich fragst. Auf Befehl des Captains. Es gab einen Unfall. Ich bin direkt hinter dir. Sofort still! Was ist ihm? London hat Dumm! Sagt sie nicht! Thank you.
Es ist noch zu früh zum Feiern. Eines dieser verdammten Luftschiffe ist durchgebrochen. Keine Sorge, ich habe einen Ausweichplan. Herzerwärmender Anblick, Miss Fry. Ein Teil der Anerkennung gebührt Ihrem bemerkenswert bewaffneten Boot. Ein experimenteller Prototyp aus meiner Zeit als Lord der Admiralität. Ich war nicht immer ein Mann der Schatten. Und ich schätze, dieser Sieg wird Sie wieder zurück ins Rampenlicht rücken. Wir mögen den Feind zurückgeschlagen haben, aber es gibt immer noch deutsche Agenten in London.
Momentan gibt es eine neue Gruppe, anders als alle anderen zuvor. Sie besitzt einen fanatischen, beinahe religiösen Eifer. Und Sie glauben, ich bin die richtige Frau für diesen Job? In der Tat. Ich möchte Mr. Asquith nicht ohne triftige Beweise einschalten, doch ich glaube, Sie stellen eine ernste Gefahr dar. Wenn Sie sich der Sache annehmen, gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich, sobald ich wieder Mitglied des Parlaments bin, sehen werde, ob ich nicht etwas für Ihr Anliegen tun kann. Wie Sie ja wissen, kann das Recht zu wählen tödlicher sein als eine Kugel oder Klinge. Des ISO-Zeitalters. Nun reise ich durch die breiten Flure eurer Maschinen und treibe durch das Grau. Aber ich werde stärker. Bald ist die Welt bereit für meine Rückkehr. Und deshalb habe ich dich in diese kriegerische Simulation gerufen, um dir eine Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte.